Wenn es 10 Millionen Menschen und kleine Menschen und älteren heißen Greisen und alle waren am Start die ganzen Jahre durch und haben das absolut genossen, so dieses Mal zurückgucken, ja, wo wir herkommen, wo die Hälfte Deutschland herkommt, aus einer Schweinediktatur, rein in die Freiheit, in die Demokratie. Es war ein harter Weg. Das mal mitzuerleben ist natürlich sehr toll und auch für die Jungen ist es auch ganz schön gut, wenn sie kicken, was da früher mal los war. Wenn die genauer wissen, wo kommen wir eigentlich her. Davor war die ganze Nazi-Scheiße. Und jetzt ist es einfach besser, wenn man weiß, wo man herkommt. Da kann man auch gezielter nach vorne gehen. Ja. Deswegen müssen viele junge Leute auch weiterhin kommen. Das soll ja als weiter gehen. Denn es ist ja so groß, es geht ja so tief rein. Das kann nie zu Ende sein. So was Großes geht nicht einfach so vorbei. Yeah. Für mich ein solches, ja, ein solches Geschenk gemacht. Erst war ich ein bisschen, sagen wir, gehemmt und leicht verklemmt und ein bisschen schüchtern. Ihr kennt das ja, als es dann hieß, eine Episode meines Lebens kommt so groß auf die Bühne. Erst geht halt alles nur wegen einem kleinen Männchen am Hut und so, aber dann habe ich gesehen, die ganze Story dahinter. Und dann war es doch ein totaler Flash, mit euch das Ding zu starten. Mit Uli, Dania und mit dem ganzen riesen Team. Mit Thomas Brüssig, mit einem fantastischen Buch, das wir gemeinsam dann erarbeitet haben. Und mit uns allen. Auch Thorsten, ja. Und alle. Und Inge hat mich beraten, meine Schwester, die heute auch hier ist. Ja. Ja. Und Marvin. Und Tine, die fantastische Fotos gemacht hat. Und die Zahlen, die angekommen ist mit Ideen für das Sujet, fürs Styling und dergleichen. Ach, so viele von euch. Andreas Herbig ist heute auch hier. Und Henrik mit den fantastischen Songs und Sounds und es ging alles einher. Ja, da kam so eine Art Comeback. Andreas. Jim Seifert. Ja. Yeah. Und Henrik Menzel hat zusammen diese Platte gemacht. Wie stark wir zwei. Und ich hatte ja einen kleinen Hänger mal eben, ihr kennt das ja, 90. Nach vorne trinken und gucken, wie es alles weitergeht. Da kam die Platte, dann das Musical und das ging so wunderbar Hand in Hand. Das war eine so fantastische Symbiose mit den Songs und den Stories. Eine wunderbare Fügung, geradezu göttliche Fügung. Ja, Leute, und dann mit euch das zu starten, ne? Das zu erleben und so. Da war ich auch viel bei euch in Berlin und so, jeden Tag. Und habe gesehen, wie so eine Panikfamilie zusammenwächst. Ähnlich wie mit unserem Panikorchester, Steffi Stoffer, yeah, Novello Domsky. Auch wenn die eben heißt, vom deutschen Panikorchester. So eine Familie zu haben, ist aber auch ein großes Geschenk. So eine Familie und die hinterhohe Familie. Und das ist natürlich so fantastisch, das kann man nie auseinanderreißen. Das wird natürlich immer weitergehen. Und deswegen, eins ist klar, verspreche ich euch hiermit, ich schwöre, dass wir alles daran setzen werden. Und wie ich uns kenne, kriegen wir das auch hin. Dass es weitergeht. Dass es weitergeht. Denn es waren ja Millionen Experten und Lindologen. Es waren ja Millionen Leute in Magdeburg, in Dresden, in Leipzig, im Ruhrgebiet, ja, Walutowski, Werl, da waren die Stuttgart und so. Das war die. Denn diese Familie muss aber weiter nach vorne powern. Okay? Ist ja klare Sache. Wollen wir weiter durchziehen? Ja, klar! Entsteht eine Art Volksbegehren. Und wenn die alle wollen, wir leben in einer prima Demokratie, Bundesrepublik Deutschland, okay, dann sollen wir das auch so machen. Wir sollen das so machen, okay, also werden wir es machen. Liebe Leute, danke euch, fantastisch!
Oliver, hat es dann in die Hand genommen. Der großartige Freund und Regisseur, schon viele Sachen durchgezogen. Auch Atlantic Affairs, mich früher immer schon bereit, war ganz großartige Shows. Götterdämmerung und dergleichen. Hämmerung. Uli, und dann an dieses Ding rangegangen. Wo ursprünglich auch deine Idee, das erstmal zu machen in deinem Theater, im St. Pauli-Theater. Ja, eigentlich sollte das auf jeden Fall hier im Kiez, auf dem Kiez rauskommen. Und es gibt von Udo ja so eine Lebenslinie, die man manchmal unterschätzt. Die heißt, hat eigentlich nur zwei Buchstaben, die heißt Think Big. Und irgendwie war ihm dann das Theater von uns zu klein. Wir wollten ja sogar das Schauspielhaus anbieten. Und dann ist über einen Zufall, man könnte sagen über eine Hockeyfreundschaft, weil mein Partner ist ein Hockeyvater und ein Mitarbeiter der Stage ist auch ein Hockeyvater. Und die hatten zwei Hockeytöchter beim Spiel und haben sich da gegenseitig davon erzählt. Und plötzlich hatte die Stage davon Wind gekriegt und hat dann sofort auch uns dieses Theater im Potsdamer Platz angeboten. Und es da zu machen, wo die Mauer stand, dagegen konnten wir uns nicht mehr wehren und deswegen mussten wir den kleinen Umweg über Berlin und jetzt ist es ja Gott sei Dank auch ein Jahr in Hamburg wieder zurückgekommen, mussten wir machen und ich finde, also was du gerade angesprochen hast, dieses Versprechen, auch von unserer Seite werden wir alles tun, dass das Ding weiterlebt, dass es auf Tournee geht, dass man es weiter auch in den letzten Jahren sehen kann. Das ist ein Trinkressort, wie eigentlich, habe ich gehört. Ne? Für alle hochzutassen. Danke, wir gehen aber jetzt nochmal auf Tour. Josie. Nein, ich würde nie weinen. Ich wollte dir nur auch nach all diesen Jahren mal kurz sagen, vielen Dank für dieses tolle Leben und allen Danken, die daran beteiligt sind. Ich hatte hier echt Time of my life, Leute. Echt, danke. Josef, ich habe kennengelernt und dann, ihr wisst ja, wir sind zusammen auf viele Jahre zusammen auf Tour gegangen und ein wunderbares Duett mit Josie, eine absolute Offenbarung mit dir aufzutreten. Und ganz großartig auch Alex. Alex hat ja diesen Udo, diese bisschen schräge Gestalt, diese facettengeheime Figur. Sehr gut angenommen. Jetzt habe ich noch ein bisschen mit Udo gelebt, auch wenn ich gar nicht dabei war. Ne? Sehr speziell, ne? So eine Art Phantom immer. Studieren und so. Immer auf der Schulter, guter Kumpel auf der Schulter. Hast du so toll rübergebracht, dass ich manchmal denke. Alex Mürker! Ja, das könnte dritter werden. Und es muss einfach weitergehen. Das war ein tiefes Loch, aber das geht ja nicht. Okay, Kenny Jane, wir singen zusammen. Und dass der Eierlikör kommt, bitte. Und danke euch allen. Fantastisch. Yeah!